Hallo, ihr Lieben, und willkommen zu Part 9 der Choice of Life Challenge mit unserer lieben Grace. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und Leute, oh, der letzte Part war so ein richtiger organisatorischer Part. Und ja, ihr Vater hat sich bei ihr gemeldet. Also, er hat angerufen und wollte mit ihr reden. Und ja, ist ein bisschen Dinge passiert, dass er da angerufen hat. Und sie hat ihm tatsächlich verraten, dass sie schwanger ist. Ihre Mom weiß es ja offiziell nicht. Aber sie jetzt offiziell wissen sie es. Und ja, das beschäftigt sie natürlich schon sehr, dass ihr Vater angerufen hat. Wir waren mit Yuki kurz in der Karaoke-Bar, 2 Sekunden. Und wir haben ein bisschen eine Babyparty vorbereitet und ein bisschen so Geld versucht zu sammeln und sowas alles. Genau. Und im heutigen Part werden wir die General Party fahren und da werden wir auch gleich mit anfangen. Also, lass uns nicht viel reden und einfach reinstarten. Grace sieht einfach nur begeistert aus. Wundert euch nicht, wenn ich jetzt noch nicht auf Kommentare eingehen kann. Ich nehme es gleich im Anschluss auf, weil ich nicht warten kann. Und ja, wir haben hier im letzten Part diese wunderschöne Collation, wollte ich gerade sagen, Kollektion hingestellt. Es war ein kleiner Fail von meiner Seite. Reden wir aber nicht mehr drüber. Genau. Nochmal zur Info, im nächsten Part gibt es dann, also Part 10, wird dann der Hausbau, denn ihr habt geschrieben, dass es voll cool wäre, wenn wir in so einem Haus wohnen dann. Also ihr fandet die Idee auf jeden Fall cool und deswegen werde ich im nächsten Part, gibt es dann ein Hausbild, wo ich dieses Haus baue. Genau. Ja. Sie ist auch komplett müde und fertig mit dieser Schwangerschaft und so. Also dann werden wir auf jeden Fall im Part 12, glaube ich, ist es dann, dieses Baby endlich auf die Welt bringen und in dieses Haus ziehen. Genau. Dann wird sie jetzt erstmal schlafen und erstmal versuchen, irgendwie ein bisschen, ja, Dinge aufzunehmen und wieder neue Kraft zu tanken. Okay, sie guckt jetzt ein bisschen kacke. So ein bisschen sad gucken. Danke. Oh mein Gott, mein Vater hat mich einfach angerufen. Ich habe doch seine Nummer gelöscht. Wie kann er mich denn anrufen? Ich weiß es nicht. Es ist so verrückt alles. Meine Eltern einfach hinter mir zu lassen. Ich liebe sie schon, aber ich kann das auch nicht. Ja, also sie zweifelt schon ein bisschen so, wo ihr Vater wohl die Nummer hat, weil sie hat ja den kompletten Kontakt abgebrochen, hat die Nummer gelöscht, hat ein neues Handy sich gekauft und sowas alles. Und sie weiß natürlich nicht, dass Vince und Linda so eine Connection haben, dadurch so die Nummern getauscht wurden und das dann alles so ein bisschen, naja, nicht so rechten Dingen zugeht. Deswegen ist das schon ein bisschen, ja, anders. Ach so, die Partybrille ist dann, was die Leute denken. Oh mein Gott, das fällt mir gerade auf. Weil im letzten Part hat nämlich Yuki so eine Brille plötzlich aufgeguckt. Und ich war die ganze Zeit so, was ist das für eine Brille? Sie dachte, es wird ein Junge. Oh mein Gott, ich verstehe. Richtig Mindblow einfach. Okay, so gut, du kannst dich mal wieder hinlegen. Oh, wir haben schon wieder Kakerlaken. Oh Gott, no. Wie widerlich. Und unser Ding ist schon wieder kaputt. Oh Mann. Das ist wirklich ein Kampf. Wir müssen unbedingt umziehen. Okay, ich denke mal, die sind jetzt weg. Dann reparieren wir mal unsere Wasserleitung. Ungewollte Schwangerschaft, kein Zurück. Nun, das Kind wird bald geboren werden. Es ist viel zu spät, darüber nachzudenken, damit aufzuhören. Grace muss... Hallo? Grace muss es jetzt durchziehen und Eltern eines neuen Babys werden. Wer weiß, wie das alles im Laufen... Wie das alles zum Laufen bringt? I don't know. Kannst du mal das bitte nochmal versuchen zu reparieren? Danke. Die läuft hier immer noch in Schlafanzug rum. Das ist toll. Oh, da krabbeln schon wieder solche Dinger rum. Die krabbeln hier immer noch rum. Ich mag keine Krabbeltiere. Oh, wir haben Geschicklichkeit Level 4 erreicht. Das ist ganz gut. Grace kann Sanitärobjekte jetzt umwälten, verbessern. Sie kann außerdem Beistelltische... Okay. Cool. Das ist jetzt mittlerweile repariert. Das ist repariert. Okay. Geht weg. Sind sie jetzt endlich weg? Mietje, lass sie weg sein.
Danke. Jetzt so eine hässliche Partybrille auf. Können Sie die bitte absetzen? Ha. Oh, wir haben Geld gekriegt. Hä? Warum haben wir denn Geld gekriegt? Warum haben wir Geld gekriegt? Ich weiß nicht, warum wir Geld gekriegt haben. Wir haben Geld gekriegt. Toll. War nur 56 Monate, aber wir haben Geld gekriegt. Toll. Okay. Wollen wir nochmal hier unsere Dinge abklappen? Klappern. Das hier. Das hier. Und das hier. Und dann haben wir hoffentlich bald diese Party. Ja, die Party fängt ja bald an. Um 8, glaube ich, habe ich die eingestellt. Ja. Vor allem haben wir richtig viel Geld. Wir haben 124 Simoleons. Wir sind richtige Millionäre einfach. Das ist doch nicht mehr zu toppen. Okay, wir haben ein... Was haben wir gekriegt? Kinderposter. Ist das dann immer im Dings, im Haushaltsinventar? Soll ich mal gucken. Okay, wir haben bekommen... Oh, 120 Simoleons. Es geht bergauf. Wir kriegen wieder Geld. Das ist doch mal wunderbar. Es geht los, Leute. Es geht los. Die Gender Reveal Party. Okay, du kommst jetzt hier bitte hoch. Ich komme bitte hier hoch. Es geht los. Warum ist denn das jetzt kein Prestige erwähnt? Sollte doch ein Prestige... Oh Gott, ich sag's lieber nicht. Okay, komm hoch. Schnell. Oh, wie toll. Sie ist erschöpft. Warum bist du erschöpft? Gibt es da irgend so ein... Sofortiger Spaß, sofortige Hygiene, Schlafersatz. Hallo, Leute. Schön, dass ihr da seid. Okay, komm mal bitte. Du hast dein Outfit nicht an, oder? Girl. Okay, es kommen alle. Oh mein Gott, wie schön. Hallo. Okay, wir ziehen mal ihr kurz ihr Outfit an, dann könnt ihr es auch mal gucken. Ich fand das so schön, ich muss es ihr unbedingt geben. Im Party. Tada, das ist sie. Sie hat so einen richtigen Schleifenlook. Oh, ich finde das so toll. Oh Gott, wo bist du? Goll, zeig dich doch mal bitte schön. Also ich habe ihr eine schöne, so eine Hochsteckfrisur gegeben und so ein schönes Kleid und so ein paar Ohrringe, so eine schöne. Ah, ich lieb's. Ein richtig schickes, ja, Look auf jeden Fall. So, stimmt mal schön ab. Jäger, wo gehst du denn jetzt hin? Du sollst abstimmen. Ja, mit Yugi kann so gern plaudern. Aber ihr könnt auch gern abstimmen. Achso, kommt ihr da nicht ran wegen den Luftballons? Jetzt so? Ja. Ich will eine Schätzung abgeben. Gib eine Schätzung ab. Oh, wie cool. Oh, sie ist für ein Girl. Ja, hätte ich mir auch denken können, ne? Nee, aber du kannst deine Brille mal abnehmen, weil das sieht bei dir hässlich aus. Aber die anderen können gerne eine Brille tragen. Das ist für Yugi. Hm. Ach, wie cool. Oh mein Gott, es sieht so cool hier aus. Guck mal, ich habe hier so ein paar Fotos rausgesucht für das Babyzimmer. Oh, danke. Voll cool. Okay, Katrin würde alle abstimmen. Das wäre toll. Okay, Savannah stimmt ab. Du hast schon abgestimmt, Girl. Oh, sie ist für ein Girl. Savannah ist für ein Girl. Voll schön. Okay, wir können mal so ein Zuhörer und ich möchte gerne einen Ballon. Den kann ich schon mal hier hinstellen. Okay, der ist echt schön. Das ist schon eine schöne Idee. Oh, sie ist richtig abgebrannt. Guck mal, wie ihn anguckt. Okay, wir können mal ein bisschen einen Filmkuss. Könnt ihr euch einen Filmkuss gönnen? Okay, er ist unser Nachbar. Warum auch immer er ist, aber er ist auch für ein Girl. Schön. Oh. Ding stimmt ab. Oh, sie ist für ein Boy. Oh, ich liebe das. Ich finde das so cool. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Also, welche Farbe ihr hättet. Also, ist ja völlig egal. Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob Mädchen oder ein Junge. Also, würde mich mal voll interessieren. Oh, voll cool. Ja, geh mal bitte nicht in mein Bild. Danke. Hä, die sind nicht zusammen? Wie, die sind nicht zusammen? Ich dachte, die sind zusammen. Kannst du mal fragen, dass er dein Freund ist? Ich dachte, die sind zusammen. Hat ja gar keinen Sinn. Nimpa.
Okay, das denken wir uns jetzt mal weg, Leute, weil ich dachte, die sind schon zusammen, das hatte gar keinen Sinn. Okay. Ja, die haben jetzt alle abgestimmt. Hat Yuki schon? Wo ist Yuki? Ja, okay, bist du. Yuki, du musst abstimmen. Bevor wir loslegen. Okay. Könnt ihr euch mal bitte alle zur Enthüllung verabreden? Das wäre toll. Jetzt hat sie Rahmen geholt. Hör mal. Okay, mit Vince bitte platzen lassen. Oh mein Gott. Leute, seid ihr ready? Okay, warte mal, bevor ihr das jetzt macht. Stopp. Ich werde natürlich noch das schwanger. Ich war nämlich beim Ultraschall und habe ein Ultraschallbild gut. Und wie man sieht, es ist nur ein. Ich hätte es euch beinahe gezeigt. Uff. Es ist nur ein Baby. Haben wir ja im letzten Part schon rausgekriegt. Oh, Yuki ist auch für ein Girl. Und sie ist für ein Girl. Also, sie ist für ein Boy. Sie ist erst für ein. Also, nur sie ist für ein Boy, oder? Ja, okay. Ja, Leute. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Also, ich glaube, die zerplatzen den jetzt gleich. Nochmal hoch. Okay, seid ihr ready, um das Geschlecht des Babys zu erfahren? Oh mein Gott. Ich bin gar nicht ready. Könnt ihr jetzt zerplatzen? Oh nein. Und? Okay, und was ist es? Wie sie sich freuen, wie süß. Okay, Leute, man hat gar nicht gesehen. Oh mein Gott, stopp. Stopp, ist das süß. Oh mein Gott, ist das süß. Das brauche ich. Das brauche ich. Oh mein Gott, man hat ja gar nicht gesehen, was es ist. Aber okay, da kann ich es euch verraten mit diesem wunderbaren Blick. Leute, es wird ein Mädchen. Es wird ein kleines Baby Girl. Und ich habe mich so gefreut, weil das heißt, wir werden in der nächsten Generation mit einem Girl spielen. Also, ihr könnt euch auf ein kleines Baby Girl freuen. Ihr habt auch schon fleißig Namen für dieses Baby Girl gefunden. Und wenn ihr jetzt in den Community-Tab guckt, dann könnt ihr hoffentlich sehen, also, wie ich es nicht vergesse und es auch rechtzeitig hochlade, könnt ihr für einen Namen abstimmen für unser Baby Girl. Ihr habt so tolle Namen geschrieben. Ich werde auch noch einen Namen von mir mit reinpacken, den ich total toll fand, den ich gefunden habe. Und dann könnt ihr abstimmen und ja, ich bin richtig gespannt, welchen Namen die Kleine bekommt. Das werden wir dann im übernächsten Parten halt auflösen. Und ja, also ich bin richtig happy einfach. Ich bin richtig happy. Okay, gibt es jetzt noch ein bisschen hier rumgedingsbumste? Nee, gibt's nicht. Okay. Ja, also es wird auf jeden Fall ein Baby Girl und es ist einfach... Okay, du kannst mal diesen Ballon einpacken. Ja, also hier sieht man auch... Okay, sieht man das nicht, wenn man da drauf geht? Nee, anscheinend nicht. Okay. Guck mal, ich habe extra ein Foto von uns gemacht. Von euch gemacht. Dann kann ich jetzt bei Instagram hochladen. Ach ja, mach das gern. Okay, ja. Also haben alle richtig geraten, bis auf unsere Nicht-Freundin, die wir einfach eingeladen haben, weil wir keine Gäste haben. Und es ist voll schön. Oh, ich glaube, Vince freut sich auch irgendwie. Geh mal zu ihm. Und küss ihn mal. Jetzt hat sie so eine hässliche Brille auf. Kannst du mal aufhören, so eine hässliche Brille aufzuziehen? Das wäre total nett von dir. Ich werde es einfach mal zerstören. Gut, danke. Oh mein Gott, es ist schon sehr, sehr, sehr schön. Es ist sehr schön. Oh mein Gott, irgendwie finde ich die beiden schon so niedlich. Das ist so... Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall extrem, dass es ein kleines Baby-Girl wird. Und ja, also ich hoffe, ihr habt richtig gelegen. Ihr könnt jetzt mal, ja, wenn ihr wollt, reinschreiben, ob ihr richtig gelegen habt. Also ich sehe es ja. Dann bereitschreibt, ob Mädchen oder Junge. Und ja, ich finde es toll. Ich finde es einfach richtig toll. Ich weiß nicht, ob man auch noch mehr Interaktion jetzt wegen dieser Party machen kann. Irgendwie nicht, was ich jetzt sehe. Ask to play. Ich will gar nicht wissen, was das heißt. Okay, geh mal bitte auf Toilette. Du musst auf Toilette. Die essen ja alle unsere Rahmen weg. Hallo, es sind unsere Rahmen. Genau, das werden wir dann auch gleich wieder einstecken, weil sonst vergesse ich das. Dass wir das haben. Und dann nehmen wir das nicht mit, wenn wir umziehen. Okay, du musst mal jetzt kurz aufhören, mit ihm, mit Vince zu reden. Ja. Vince ist jetzt mal kurz in die Küche gegangen. Stell dir jetzt mal vor, der Vince ist allein in der Küche. Ist mal kurz in die Küche gegangen.
Und hol mal kurz dein Telefon raus. Oh nee, okay. Ich kann hier gar nicht steuern. Vergessen. Ah nee, doch, ich kann ihn doch steuern. Warte mal. Wo war denn das nochmal? Ich habe so eine Sim steuern. Ja. Sehr gut. Ich habe nämlich eine Mod runtergeladen. Jetzt Control Any Sim oder so. Und jetzt kann ich ihn nämlich steuern. Okay. Du rufst jetzt mal Linda an. Du bist jetzt alleine in der Küche. Oh, du rufst jetzt Linda an. Hey Linda, ich wollte dich anrufen. Was möchtest du denn? Rufst mich immer wieder an. Du kannst mir auch einfach eine E-Mail schicken. Oh mein Gott. Ja, Linda, ich glaube, das wolltest du persönlich wissen. Was möchtest du denn schon wieder? Hast du schon wieder eine andere Frau geschwängert? Nein, Linda, habe ich nicht. Wir hatten gerade die Gender-Reveal-Party. Ja, habe ich dir rausgekriegt. Denn mein Mann hat meine Tochter einfach angerufen und hat offiziell hat sie verkündet, dass sie schwanger ist und dass sie eine Gender-Reveal-Party macht. Mein Mann dreht durch, dass wir ihm helfen müssen, dass wir Geld schicken müssen und sowas alles. Er versucht, sie jetzt einzunehmen. Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Das hat sie mir nicht erzählt. Ja, anscheinend kümmerst du dich nicht genug um sie und bist nicht die ganze Zeit rum mit ihr. Ja, ich wollte bei ihr einziehen. Das ist mein Plan. Also, machen Sie da nicht so einen Stress. Ich wollte Ihnen nur das Geschlecht des Babys verraten. Oh mein Gott, ja, erzähl, sofort. Warum hast du das nicht sofort gesagt? Oh. Naja, also es wird auf jeden Fall ein kleines Mädchen. Oh, wie schön. Ich kriege eine kleine Enkelin. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ja, ich muss jetzt auch los. Schickst du mir Bilder? Gucken Sie bei Instagram. Okay, dann legt er auf. Gut. Jetzt können wir die Steuerung wieder ausschalten. Mehr steuern. Gut. Also, er wird auch bei uns einziehen. Er wird sie fragen, ey, ich will dich unterstützen. Kann ich wieder einziehen? So, mäßig. Sie ist natürlich hin und weg von ihm und wird wahrscheinlich zustimmen, weil sie halt auch noch nicht anders kann. Aber ja. Och, es war voll schön. Also, man hat gar nicht gesehen, was es ist. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir eine Schwangerschaft haben, vielleicht, wir werden ja mit ihr nochmal auf jeden Fall schwanger, können wir ja auch einen Kuchen mal machen. Wäre auch ganz schön. Ach, ich mag das sehr gerne mit diese neue Funktion. Sie ist jetzt erstmal noch ihr Rahmen ein bisschen. Gibt es noch ein bisschen Party? Ich habe nicht mal Musik einfach. Wins. Unser lieber Wins. Vielleicht gehst du mal zu Yuki am besten und kannst mal mit Yuki ein bisschen quatschen. Ist doch schön. Tratschen mit ihr ein bisschen. Okay, nicht mit ihr reden. Mit Yuki kannst du tratschen. Yuki. Lauschen. Nee, du sollst mit ihr tratschen. Ja, also ich bin so aufgeregt. Och, das ist voll cool. Ich hätte auch gedacht, dass das ein Mädchen ist. Ja, also ich dachte ja, es wird ein Junge. Naja, aber es ist ja ein Mädchen. Und ich bin richtig glücklich. Es hat Yuki so toll organisiert. Ach, Yuki hat es organisiert. Ach, wie cool ist das denn? Ach, ich freue mich auch, dass sie gekommen sind, ne? Also, ich finde es so cool, neue Nachbarn kennenzulernen, dass ich sie einladen kann. Naja, so eine junge Frau unterstütze ich doch gerne, ne? Also, völlig okay. Ja. Es gibt doch auch dieses neue, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Da kriegt man auch so Geschenke. Warte mal. Party Branch. Mit, Gender Reveal, neu. Was bei. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich glaube, das war mit. Mit. Wie ist es denn? Ach, ich habe da schon wieder den Namen vergessen. Zusammen wachsen. Da gab es doch so eine Art Babyparty oder sowas. Und da hat man auch Geschenke bekommen für das Baby. Ich habe natürlich vergessen, was das jetzt für eine Party ist. Oder ist das nur Meet My Baby oder so, wenn die dann da sind? Das kann natürlich auch sein, dass Baby dann da ist. Achso, das können wir mal wegmachen, weil sie hat ja keine. Oh, ist sie traurig. Ich kann es kaum erwarten, Mutter zu sein. Oh. Okay. Ja, die Party ist gleich vorbei. Und wir müssen mal zu Vince gehen. Vince, mal fragen, ob er bei uns einziehen will. Ob das im Teenager schon geht, ich weiß nicht. Ich gehe auf jeden Fall mal zu ihm und rede mal mit ihm. Also wir machen das dann über den Weltenverwalten-Modus. Ich glaube, es geht über als Teenager einfach nicht. Dass man gegeneinander einzieht. Hey, Grace, noch mal eine kurze Frage, bevor jetzt die Party vorbei ist und wir alle nach Hause gehen. Ja, was ist denn, mein Schatz?
Ja, weißt du, du bist ja schwanger und ich will mich jetzt auch ein bisschen drum kümmern. Ich will dich jetzt hier nicht allein lassen. Ja, okay, und ja, okay. Und ja, ich dachte mir, naja, so eine kleine Familie muss ja in so einem kleinen Haus wohnen. Wie? Du willst bei mir einziehen? Und ich habe kein Haus. Naja, ich würde bei dir einziehen in deine kleine Wohnung und wir suchen uns ein kleines Haus. Ich habe ein bisschen Geld geerbt oder so. Ein bisschen Geld bekommen. Und damit könnten wir uns ein Haus kaufen. Ach, wirklich? Wir sind da noch viel zu jung. Wir können da gar kein Haus kaufen. Doch, doch. Meine Mama hat sich belesen und hat mir das erzählt. Und naja, ich dachte mir, vielleicht können wir das ja mal machen. Können zur Bank fahren und dann. Die werden uns schon ein bisschen Geld geben. Und notfalls habe ich auch genug Geld. Ja, das stimmt natürlich. Genau. Vince, lass es uns tun. Oh mein Gott, ich liebe dich so sehr. Ja, ich dich auch. Ich dich auch, Grace. Okay, dann zieh zu. Oh mein Gott. Die Kleine wird auch so glücklich sein. Und wir werden eine richtig tolle Familie. Ja, natürlich werden wir eine tolle Familie. Ja, also Grace freut sich halt mega, dass er so engagiert ist und so. Ja, also die Frage ist natürlich jetzt so, er hat ja 500.000 von Linda bekommen. Ich würde aber sagen, dass er diese 500.000 irgendwie so auf einem externen Konto hat, also dass er das nicht mit in die Familie bringt, weil sonst hätten wir wirklich zu viel Geld, glaube ich, weil das Hauptgeld ja von ihm ist. Ich glaube, er nimmt so 10.000 Simoleons dann mit, denn können wir damit ein schönes Haus bauen, mit dem, ich weiß gar nicht, wie viel wir auch, ich guck mal kurz, wie viel die Wohnung wert ist. 11.000. Dann haben wir 20.000, also ungefähr ein Starter-Home können wir dann bauen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ah ja, hier ist dieses Dino-Poster. Oh, wir haben eine Kaffeemaschine. Wow. Okay. Können wir dann so ein Starter-Haus bauen? Ich glaube, das ist ganz gut. Da haben wir auch ein Kinderzimmer und Schlafzimmer und so diese ganzen Sachen, die man braucht. Und könnte es dann immer nach und nach erweitern, wenn da noch ein Kind dazukommt oder sowas. Weil ich weiß nicht, ob sie nochmal ein Kind mit Vince bekommt. Muss ich nochmal die Regeln lesen. Dann entscheiden wir es halt einfach danach. Genau. Und wenn wir ihn gleich einziehen lassen. Oh, die Party ist zu Ende, Leute. Ich hätte jetzt überlegt, dass ich die vielleicht abbreche, aber das hat sich wieder leider erledigt. Oh, hier liegen noch Yukis Hausaufgaben. Okay. Gut. Dann lass uns mal die ganzen Sachen verkaufen, weil die hat sie tatsächlich von ihrem eigenen Geld gekauft. Ich habe ein bisschen gespielt und ein bisschen Geld gesammelt und dass sie sich das leisten konnte. Ich will jetzt mal das alles hier wegmachen. So, 2000 Simoleons haben wir jetzt. Jetzt können wir unsere Sachen wieder hinstellen. Oder wir lassen sie im Inventar. Nee, wir lassen sie mal im Inventar, weil ja, vielleicht stellen wir unsere Matte noch raus. Aber wenn wir die da eh umziehen, dann ist es eigentlich auch ganz okay, wenn wir das dann ja so machen. Okay. Gut, dann lassen wir mal kurz umziehen, also zu uns ziehen. Das wird ganz spannend. Oh mein Gott, er zieht zu uns einfach. Genau, ich würde dann auch nichts mitnehmen, wenn wir umziehen. Also ich würde alles verkaufen. Also außer die Wertsachen, die wir halt haben. Also unsere Bilder und sowas alles. Also unsere Yoga, also Chili-Matte und so. Aber den Rest würde ich alles verkaufen und dann damit ein kleines Tiny-House mäßig bauen. Und dass sie dann in so einem kleinen Tiny-House wohnen können. Ich glaube, das ist ganz gut. Genau. So, er wohnt in Copperdale. Hario, Heffel. Hier. Das ist Sydney. Er zieht mal um. Genau. Und wir nehmen 10.000 Simoleons mit. Bam. Plus die 11.000. Haben wir 23.000 ungefähr. Ist das hier? Okay. Die haben halt noch 17.000. Das glaube ich ganz gut. Okay. Dann lass uns mal umziehen. So. Ey, Sydney wohnt jetzt einfach bei uns. Sydney wohnt bei uns. Das ist schon krass. Das ist schon heftig, dass sich das mal so entwickelt. Oh Mann. Hallo Sydney. Wir müssen jetzt mal gucken kurz, wie er ist und was. Also er will auch keine Kinder. Logisch. Er ist ein Überflieger, ist aktiv. Verliebt. Aha. Natürlich ist er nicht echt verliebt, aber gut. Er ist durchschnittlich in der Schule. Er ist Cheerleader, Teamkamerad. Okay.
Ja, also ist ganz gut. Er hat Freund der Welt. Ja, also es ist ganz gut bei ihm. Wann hat er denn Geburtstag? Er hat hier Geburtstag. Okay, also sie hat vor ihm Geburtstag, theoretisch. Und dann hat er Geburtstag. Es ist ganz gut. Ja. Oh, es ist so schön. Und ja, mit diesem wunderschönen Blick auf die nahe Zukunft der beiden, die ein bisschen durch Intrigen, ja, ihr wisst. Aber ja, mit diesem wunderschönen Blick auf die beiden werde ich diesen Part auch beenden. Oh, es war so schön. Es war so schön. Ich freue mich, dass wir ein Mädchen bekommen. Und ich freue mich, in einem Haus zu wohnen, endlich mit einem Haus dann zu spielen. Ich bin schon gespannt, wie es wird. Ich habe es noch nicht gebaut, also ich bin sehr gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Part fandet, ob ihr noch Ideen habt für die beiden und ja, sonstige Sachen. Und dann hören wir uns. Tschüss!